Ja, weißt du was? Wir haben noch genug Geld eigentlich. Huch, wo ist das Bergwerk? Was? Da ist das Bergwerk. Wo ist das Bergwerk? Da ist das Bergwerk. So, da können wir automatisierte Bergwerke drüber bauen. Und das Öl da hinten können wir auch noch irgendwie anknüpfen. Ölbohrturm. Technologie Öl. Na, das kann ja was werden. Wir haben noch Öl gar nicht erforscht. Das ist ja nicht so gut. Und die Bibliotheken sind momentan noch... Heute gibt's viele Klagen über Stromausfälle. Selbst hier in der Bar gab's Probleme. Der elektrische Bulle stand eine halbe Stunde still, bis ich zwei Zitterale gefangen hatte und ihn damit anwerfen konnte. Elektrischer Bulle? Das ist Beamtenbeleidigung. Ab in den Knast mit der Schlampe. Entschuldigung. Ja, Gesamtverbrauch haben wir jetzt schon ein bisschen. Ach, das Casino ist fertig, deswegen. Und wir haben keinen Strom fürs Casino, was aber okay ist. Präsident, haben Sie... Erinnern Sie sich an die Fernsehshow, in der jeder hingerichtet werden sollte, der etwas Schlechtes über Sie sagt? Ah, Sie! Wir haben noch eine bessere Idee. Was? Jeder Fernsehsender sollte einen Manager haben, den wir hinrichten können, wenn uns das Programm nicht gefällt. Ei! Das wird die Qualität der Sendungen drastisch verbessern. Oh, Penultimo, das ist die beste Idee, die du je hattest. Ich glaube, ich liebe dich. Johoho. Managerfertigkeiten für Unterhaltungsgebäude freigeschaltet. Sehr gut, sehr gut. Lalalala. Öl, sofort Öl. Didüt. 6 Monate. Juhu, das geht ja schnell. So, das Casino. Präsident, haben Sie eine Münze? Der einarmige Bandit ist prall gefüllt. Mist, schon wieder eine Papaya. Haben Sie noch eine? Nun, manche Leute behaupten, ein Casino löse Spielsucht aus. Alles Mumpitz. Bitte noch eine Münze. So, 55 von 60. Oh, unsere Zufriedenheit sinkt ein bisschen momentan. Woran liegt's? Arbeitsplätze 53. Ich versteh's gar nicht. Ich baue doch die ganze Zeit Arbeitsplätze wie so ein Irrer. Und Religion 59. Das kann ja, also ganz ehrlich, 200 von 200. Ich baue da noch eine Kirche hin. Jetzt reicht's mir. Oder soll ich mal eine Kathedrale bauen? Ich meine, wir haben aber keine Mitarbeiter für eine Kathedrale. Da baue ich hier einfach noch eine Kirche hin. Zack, dann haben wir noch eine Kirche, dann ist die Religion wieder ein bisschen höher. Kathedrale kann ich momentan nicht machen. Uns fehlen einfach die Highschool, die Universitätsmitarbeiter. Die fehlen uns einfach noch. Neuzeit. Ach ja, wir sind der Kalter Krieg. Was kann man überhaupt updaten im Kalten Krieg? Das weiß ich gar nicht. Hey, die neuen Schiffe sind da mit Containern und so. Cool. Die Bank erzielt Einnahmen für jeden Touristen. Reiseversicherung können wir später auch mal machen. Also, einnehmen. Automatische Zerhacker. Gebäude ist außerhalb des Stromnetzes. Naja, momentan kein Wunder. Reaktivpanzerung. Ersetzt die Panzer der Militärbasis durch Panzer vom Typ Mark II. Natürlich. Das machen wir natürlich gerne. Und was haben wir hier? Dunder Destillerie, einheimische Vermarktung. Die Effizienz von Tavernen, Restaurants und Nachtclubs in der Nähe steigt um 10 Punkte. Entschuldigung, muss ich husten vor Freude. Ich weiß gar nicht, ob die in der Nähe haben wir ja nichts. Ich baue doch da nichts in der Nähe von diesen Dingern. So, Betriebsvergrößerung, so rum. Also Arbeitsplätze haben wir auf jeden Fall. Nur arbeiten müssen die Leute halt auch selber. Eieieiei, das sieht nicht so gut aus mit der Rinderfarm. Alle Farmen modernisieren, 18.000, Mastbetriebe. Ups. Juhu. Tierischer Dünger, Tierimpfung, erhöht die Effizienz um 10 Punkte, jedoch noch das Budget. Und schon sind wir gar nicht mehr angewiesen auf irgendwas. Ja, super. Hier ist momentan alles rot, aber wenn wir da Mastbetriebe machen... Ich meine, so sind die freilaufend, das ist natürlich sehr schön. Tut mir fast ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Futtergehege habe ich gar nicht gemacht.
Bumpf. Das tut mir fast ein bisschen leid irgendwie. Flächendüngung. Erhöht die? Ja, nee, das machen wir nicht. Irgendwas Neues? Nein. Trommelröstung, auch schön. Selektive Züchtung. Nach dem Einbau dieser Verbesserung steigt die Effizienz jeden Monat an. Ach, haben wir schon aktiviert. Und hier Halmdüngung haben wir schon aktiviert. Und hier Automatisierung. Senkt die Arbeiterzahl um... okay. Haben wir zwar weniger Arbeiter, aber naja, das tut mir sehr leid. Dieses Spiel hält einem so ein bisschen den unerbittlichen Spiegel der Realität vor. Wir haben eine Ölsorte entdeckt, aus der wir Benzin destillieren können. Endlich etwas, das wir in die Tanks unserer Autos füllen können. Die Profite sind uns sicher. Es sei denn, jemand verkauft billigeres Öl. Dann sollten wir ihn bombardieren und überfallen. Das machen wir. Ressourcen, Bohrturm und Ölraffinerie freigeschaltet. Öl- und Erdgasvorkommen sind jetzt nutzbar. Super, wir bauen sofort den Ölturm da unten hin. Ich komme mir so schlecht vor. Oh, wir beuten ja alles aus. Ich komme mir ein bisschen schlecht vor, aber... Eine Ölraffinerie. Wo ist denn der Ölturm? Ach, da. Huch. Ach ja, ach ja, ach ja. Was willst du machen? Es hilft ja nix. Okay, das geht da ein bisschen ungünstig raus, glaube ich. Baue ich die Straße einfach mal so. Dann können wir da unten nämlich noch Gold abbauen. Das ist auch sehr traumhaft. Dann schaue ich mal ganz kurz. So, Arbeiter fehlen. Ungebildete Arbeiter. Alle Bergwerke modernisieren. Oh, ja, ja. Wasserlanzen. Erhöht die Effizienz um 20 Punkte. Wir machen erstmal modernisieren. Wir könnten auch da überall mal einen Parkplatz hinbauen oder so, ne? Wir sind schon alle fleißig am Arbeiten. Ich modernisiere das mal eben. Ups. Und dann Gesteinsbrecher. Erhöht die verfügbaren Ressourcen im Vorkommen um 20.000 Einheiten. Natürlich. Das nehme ich natürlich gerne. Erhöht die Arbeiterzahl um 3, die Effizienz um 30 Punkte. Super. So, das ist natürlich spitze. Hier, schön im Ruhrpott mal wieder zu Besuch. Und wir müssen bald mal wieder ein bisschen was für die Bevölkerung tun, bevor die Umfragewerte wieder sinken. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ah, noch gar nicht. Okay, wir müssen noch warten. Dafür ist ja alles voll. Wir haben Universitätsleute. Das ist sehr, sehr gut. Und es sieht so aus, als hätten wir jetzt wirklich überall Universitätsleute. Es wird doch langsam. 6 von 10 Studenten haben wir momentan wieder. Können wir hier wieder irgendwas machen? Neuzeit. Irgendwelche Updates für den Kalten Krieg? Nee, ne? Was ist denn da los? Aha, produziert Stoff aus Wolle und Baumwolle. Wir kriegen momentan keine Wolle. Wir brauchen noch mehr Baumwollfelder, oder was? So, da... Ach Mist, da passt es nicht mehr hin. Schade. Aber da. Bumpf. Ach du Heilige. Wir beuten hier alles aus. Wir beuten alles aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, nur schon mal angeschlossen für später. Momentan können wir mit Uran ja noch nichts anfangen.
Das kommt dann erst mit dem fröhlichen Atom. Huch, ach, Öl haben wir ja schon. Demokratie, schätzungsweise 5 Monate. Persönlichkeitsrechte, ja, müssen wir mal gucken, ob uns das was bringt. Das muss ja uns persönlich was bringen, deswegen heißt es Persönlichkeitsrechte. Uranvorkommen, wir haben so viel Uran hier überall. Wir müssen einfach in die Atomkraft einsteigen. Es geht nicht anders. Und Bauxit können wir eigentlich mal anschließen. Nur mal so just for fun. Wie sieht's hier aus? Immer noch nix. Na gut. Wie sieht's hier aus? Ah, alles voll. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gesteinsbrecher. Ja, kommt natürlich alles mit rein. Und jetzt würde ich gerne noch eine Goldschmiede haben. Luxusgüter, also hier so eine Schmuckfabrik. Die braucht leider 50 Strom. Und die baue ich dann gleich hier hin, oder? Außerhalb des Stromnetzes, verdammt. Verursacht möglicherweise eine Stromknappheit, aber außerhalb des Stromnetzes heißt ja nichts. Wir können ja die Verteiler dann noch aufbauen. Wo sind die denn? Ein Umspannwerk, ein schönes. Da können wir doch, das können wir doch einfach hier dran popeln. Ups. Das fällt doch da gar nicht auf. Da haben wir ja so schöne Sachen. Machen wir noch schöne Parks hin und sowas, dann sieht es nochmal ein bisschen schöner aus. Präsident, ich zittere. Nein! Sie zittern. Ach, wie mir das auf den Sack geht mit den Katastrophen. Die sind eindeutig zu viel. Die kommen hier viel zu oft. Oh, was ist denn hier los? Ach, wir brauchen Mais, ne? Das Erdbeben ist vorüber. Wir leben noch. Wieder aufbauen und reparieren und reparieren und reparieren. Oh, scheiße, wir brauchen dringend Mais. Das habe ich natürlich ganz vergessen. Der Mais ist heiß. Ahahaha, aha, oho, oho. Maisplantagen. Wo können wir die denn anbauen? Hoffentlich kriegen wir da ein paar gute Locations. Naja, hier unten ist ja mehr so, mehr schlecht als recht eigentlich. Aber egal. Ich bin verzweifelt. So, Straße. Lalalala. Und Mais. Wir brauchen ganz viel Mais. Wie es aussieht, brauchen wir eine Menge, 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 Menge. Eine ganze Menge Mais. Da müsste man mal Hans Mais eher fragen. Hahaha. So, da noch eine Maisplantage. Gut, das ist jetzt nicht sehr schön hier mit dem Abstand da oben, aber ist egal. Wir brauchen Mais und wir liefern Mais. So, Zuckerrohr. Huch. Hallo? Wir brauchen Mais, Zuckerrohr haben wir schon einiges, Baumwolle. Wie sieht es eigentlich hiermit aus? Ah, okay, senkt die aber, das war das. Okay, Baumwolle, da haben wir auch die Automatisierung drin. Baumwolle, Automatisierung. Baumwolle, Automatisierung. Denn wir brauchen ja auch Baumwolle. Die Bananenplantage, naja, steigt um 20. Der Wohlstand der Arbeiter nimmt zu. Das ist doch super. Kleinflächiger Anbau. Die neue Schmuckfabrik macht mich ganz sentimental. Nehmt meine Liebe, mein Land, aber rührt ja nicht meinen Schmuck an. Meine Glühwürmchenbrosche ist alles, was mir von einer verlorenen Liebe bleibt. Meinem geliebten Malcolm, der auf tragische Weise von einem übel gelaunten Fuchs getötet wurde. Ich vergesse dich nicht, Mal, und werde dich immer lieben. Wen interessiert denn dieser Scheiß, Oma? Entschuldigung. So, Öl. Wo ist der? Ach, das Öl habe ich... Wir haben uns alle Mühe gegeben, die Zusammenhänge der Demokratie zu entschlüsseln. Ja, ja, aber es war sehr schwer. Das glaube ich. So schwer wie die Jagd auf ein Einhorn. Niemand hat es gesehen, aber jeder hat davon gehört. Selbst als wir eine ganze Herde Einhörner gefangen hatten, war die Demokratie noch immer ein Buch mit 7 Siegeln. Ach, wenn es nur 7 wären, aber naja... So, mehr Verfassungsoptionen freigeschaltet. Persönlichkeitsrechte, Sicherheitsüberwachung. Die Polizei entdeckt besondere Bürger wie etwa Rebellen schneller.
Dieser Zusatz erklärt das Privatleben jedes Bürgers zum ureigenen Interesse des Staates. Ja, um die bestmögliche Qualität eines jeden Lebens zu garantieren, kann der Staat das Leben jedes Bürgers ungefragt und uneingeschränkt überwachen. Jeder Bürger muss seine Aktivitäten sowie die seiner Familie und Freunde in einem Bericht niederschreiben. Das ist übrigens der nächste Schritt nach den Kameras überall. So, Plutokratie. Alle Gewinne auf Schweizer Nummernkonto steigen und... wir gucken erstmal hier. Sicherheitsüberwachung. Was haben wir noch? Totale Staatskontrolle. Gesenkte Freiheit, Attentat und Verbannungen kosten weniger. Um die Gleichheitsprinzipien der Gesellschaft zu garantieren, entfernt dieser Verfassungsartikel alle Persönlichkeitsrechte aus der Obhut jedes Bürgers von Tropico. Die Rechte gehen auf El Presidente über, der das Recht und die Verantwortung besitzt, sie individuell zu gewähren, einzuschränken oder aufzuheben. Quasi der ganze Staat wird zu Leibeigenen. Und ich sag mal so, das hier... ist nur der nächste Schritt nach dem hier. Wollte ich nur mal sagen. So, hohe Freiheit, Attentat und Verbannung begrenzt, besondere Bürger schwerer zu entdecken. Dieser Verfassungsartikel garantiert, dass die Persönlichkeitsrechte und Freiheiten jedes gesetzestreuen Bürgers unantastbar und unwiderruflich sind. Der Staat, repräsentiert durch seine Institution und El Presidente, hat das Recht, Gesetzesbrecher in Übereinstimmung mit dem geltenden und von El Presidente festgelegten Strafrecht zu verfolgen und zu bestrafen. Wirtschaftsstruktur, Planwirtschaft, Gebäude mit Managern erhalten einen Bonus von 10 auf ihre Effizienz. Jeder Vorstand jedes Unternehmens, das wirtschaftliche Gewinne erbringt, ist hiermit der direkten Kontrolle von El Presidente unterstellt und muss täglich Berichte zu den Geschäftsunternehmungen erstellen und einreichen, um per Gesetz festgelegte Strafen zu vermeiden. Plutokratie, alle Gewinne auf Schweizer Nummernkonto steigen um 22%. Mit dem Inkrafttreten dieses Prinzips besitzt El Presidente bzw. eine von ihm autorisierte Person das Recht, unbegrenzte Geldmengen aus der Staatskasse zu entnehmen. Die dafür aufgeführten Personen sind nicht verpflichtet, über den Grund ihrer Aktivitäten Bericht zu erstatten. Freie Marktwirtschaft, höherer Budgeteinfluss auf Gebäudeeffizienz. Keine Institution des Staates besitzt das Recht, in die Preisgestaltung von Gütern und Dienstleistungen einzugreifen oder sie zu kontrollieren, die auf dem inländischen Markt von Tropico ausgetauscht werden. El Presidente prüft die Rechtmäßigkeit aller Rechtsstreitigkeiten. Okay, damit haben wir trotzdem noch immer... Boah, ich kann gar nicht mehr so schnell reden. So, Medienfreiheit, subventionierte Medien. Totale Propaganda, weniger Freiheit durch Medien, seltenere Demonstrationen. Alle Medien innerhalb des Staates von Tropico unterliegen der Kontrolle und Reglementierung des Büros von El Presidente. Alle Informationen und Ideen, die über die Medien an die Bürger von Tropico verbreitet werden, unterliegen der Kontrolle von El Presidente... Ja, der sie auf ihre Qualität, ihren Wahrheitsgehalt und die neutrale Darstellung von Sachverhalten überprüft. Ja, das kommt mir manchmal ein bisschen bekannt vor. Subventionierte Medien. Medienbudget steigt, Journalisten gewinnen Wähler für ihre Sache. Die Medien von Tropico stehen unter der finanziellen Kontrolle von El Presidente. Diese Medien haben das Recht, ihre Botschaften frei an ihre Konsumenten zu verbreiten. Im Gegenzug hat El Presidente das Recht, finanzielle Sanktionen an Medien zu verhängen, die nicht den von ihm erlassenen Vorgaben entsprechen. Unabhängige Medien, mehr Freiheit durch Medien, häufigere Demonstrationen. Nationale Medien haben das Recht, über die Inhalte ihrer Angebote frei zu bestimmen und sie ohne Einschränkungen ihre Kunden zu übermitteln. Gemäßigte Kritik, gemäßigte Wahrheit und gemäßigte Pressefreiheit sind gesetzlich zugesichert. Wollen wir mal realistisch bleiben, oder? Da wollen wir einfach mal realistisch bleiben, so wie es eben auch ist. Machen wir mal keinen Hehl draus. So, wieso arbeitet hier niemand? Highschool? Fracking-Anlage. Oh, Fracking, wollen wir das betreiben? Umweltverschmutzung ist hier unten, ist ja noch nix. Aber Fracking ist... Ja, nee. Auch wenn es nur ein Spiel ist, aber nee, nee. Hey, Universität. Zentrale Klimaanlage. Arbeitsqualität um 20 Punkte. Juwelierinnung. Die Effizienz steigt um 10 auf maximal 50 Punkte mit jedem weiteren Schmuckfabrik in der Nähe. Galvanisierung. Die Schmuckfabrik verbraucht 10% weniger Rohstoffe. Das ist auch sehr gut. Wasserlanzen. 20 Punkte. Möchte ich fast machen und noch eine Goldfabrik, da Goldschmiede daneben anbauen. Oh, die müssen jetzt zu Fuß gehen, ne? Ja, da baue ich auch mal einen Parkplatz hin einfach. Ja, machen wir, ne? Bauen wir noch einen Parkplatz hin, dann können die Leute hier direkt zu Fuß ganz bequem hinkommen. So, und wir haben hier auch wieder Strom, wie es aussieht. Und ganz ehrlich, hier baue ich noch ein Umspannwerk hin. Da unten. Stört ja eh keinen. So ein kleines Zwiebelchen da unten, das kann ja den Leuten egal sein. Und wir müssen inzwischen auch etwas Strom haben. Ja, sieht gut aus. Juhu, endlich Strom.
Lalalalalalala. Arbeitsqualität, Gasturbine. Das Kraftwerk nutzt nun Erdgas statt zur Kohle zur Stromgewinnung. Halbiert die vom... Ach, das geht. So, Umweltverschmutzung einmal mal downgesized. Und wir haben ganz schön viel Geld rausgegeben jetzt. Oh, was ist denn hier los? Mastbetrieb Rinder, es tut mir leid. Ist ein Must-Have sozusagen. So, selektive Züchtung, Mais, auch hier selektive Züchtung. Huch, nee, Zuckerrohr. Halmdüngung, machen wir natürlich. Wieso hat man das vorher noch nicht? Verstehe ich gar nicht. So, Mais, selektive Züchtung, Mais. So ein Scheiß, ich brauche viel Mais. So, oh, eine kleine Aufgabe. Mr. President, meinen Berechnungen zufolge wird Tropikos Wirtschaft dramatisch einbrechen, falls sie nicht mehr Möglichkeiten für die Reichen schaffen, noch reicher zu werden. Ah, oh ja, oh, das tut mir natürlich leid, dass ich daran nicht gedacht habe. Oh Mann, wir haben doch schon eine Bank. Neue Bank, noch eine Bank. Aber warum noch eine? Wir haben doch schon eine, die ist neu. Die braucht nur einen neuen Anstrich. Ach, das ist Zollamt übrigens, nicht die Bank. Sondersteuer will ich gar nicht machen. Wo ist denn die Bank überhaupt? Da ist die Bank. Da haben wir schon die Reiseversicherung, haben wir schon hingemacht. Oh, Gewerkschaftler. Achso, in der Bank brauchen wir natürlich einen Geldmacher. Einfach nur vom Prinzip her. So, Casino hat Strom. 87 von 100, sehr gut. Baccarat-Tische. Reiche Touristen werden als eine bevorzugte Touristenklasse hinzugefügt. Pauschalreisende werden als eine bevorzugte. Komm, das machen wir mal. Einarmige Banditen und Baccarat-Tische. Einfach mal, falls wir später Touristen haben und wir sollten auch langsam Hotels bauen. Die würden sich hier sehr gut machen. Wie ist denn das? Kann ich da hier rüber bauen? Ach, genau da geht's nicht. Vielleicht kann ich tatsächlich hier so ein bisschen Hotelkrams hin machen. Hier so eine schöne... Das wäre eine super Touristenküste hier unten, oder? Wieso kriegen die denn kein Gold rein hier? Das Gebäude produziert nichts, aber wieso? Die müssen doch hier Gold... Ich meine, da ist doch Gold. Menge übrig, 43.000. Monatliche Produktion 316. Goldausgang 2.600. Wird das exportiert oder was? Na super. Da kriegen wir den Felsen weg, da oben nicht. So, dann wollen wir hier auch nochmal Bergwerk reinballern. Ein Bergwerk. Baller, baller. Da wird's reingeballert. Ölraffinerie. Ach, Ölraffinerie brauchen wir auch noch. Aber hier arbeiten keine Leute. Warum denn nicht? Da wohnen Leute, aber die arbeiten da nicht. Ich verstehe das gar nicht. All die armen, hilflosen Geschöpfe, die im neuen Mastbetrieb zusammengepfercht leben müssen. Wie scheußlich. Hey, Präsidente. Tiere sind auch nur Menschen. Die sollten in die Wildnis freigelassen werden. Klar, sie schmecken gut. Aber wer ein Steak will, sollte es sich erjagen. So wie es in der Natur nun mal läuft. Dann kann er es ja auch in den Mastbetrieben erjagen. Ja, ich weiß, es ist ekelhaft. Ist ja nur ein Spiel. Leute, kriegt euch mal ein. Huch, was haben wir denn hier für Ding, 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 Ding? Das ist ja nicht so gut. Wie kann ich helfen? Wohlstand gut situiert. Jetzt wohnen hier die gut situierten, oder was? Nein, nein, nein. Arm und gut situiert. Ich glaube, wir haben wieder zu wenig Wohnhäuser, oder? Kann das sein?
0 von 4. Naja, gut, so wenig sieht das gar nicht aus. 4 von 4, 4 von 4, 4 von 4. Wie sieht es polizeitechnisch aus? Nur mal gefragt. Ah, okay. Aber da unten steigt die Kriminalität. Hier im Wald. Da steigt die Kriminalität, ganz klar. Naja, da sage ich nichts zu. Ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Die letzte konnte ich leider nicht beenden, weil ich einfach zu lange wieder aufgenommen habe gerade. Deswegen mache ich wieder zwei draus. Es tut mir leid, wenn ich mich in der letzten Folge nicht verabschiedet habe. Und wieso kriegen wir denn hier? Da fallen alle rein. Da muss doch gleich Gold. Da ist doch super. Hier, Schmuck aus Gold. Warum wird da nichts produziert? Ich verstehe es nicht. Warum? Ah, jetzt wird doch produziert. Hä? Produziert nichts. Ich verstehe es nicht. Jetzt wird produziert. Na, endlich. Und da hinten... Jetzt wird auch da, mit dem Parkplatz geht auch alles viel besser. Und hier wird jetzt auch gebaut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles geht seinen bürokratischen Gang. Und wir gucken uns mal in der nächsten Folge an, wie wir unser kleines Imperium noch ein bisschen verbessern können. Denn bald kommt schon die Tourismus. Oh, warte, die Tourismus. Vorher erforschen wir nochmal ganz kurz. Naive Ausländer. Gipfeltreffen, Tourismuskampagne, besser biologisch. Ach, ist das geil. Naive Ausländer gefällt mir. Das ist schön. Das ist einfach schön. Gipfeltreffen. Geschnittenes Brot, Supermarkt mache ich zuerst. Fliegen, Flughafen ist schön, aber eher für Tourismus. Ich mache erstmal geschnittenes Brot. Supermarkt ist, glaube ich, eine schöne Sache für die Einwohner. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit El Stucos Borstelos. Ciao.